Was? Wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Ihr. Schreitet wohl. Prophet, gut, dass ihr hier seid. Folgt einfach den Gang hinunter. Der Sternling ist an Bord des Schiffes. Ahoi. Naja, aber ganz alleine kann er das doch nicht gebaut haben. Schau dich doch mal um. Das ist doch unglaublich. Stimmt schon. Aber diese Stahlspinnen scheinen ihm dabei kräftig unter die Arme gegriffen zu haben. Mit genügend davon könnte er vermutlich sogar den Sonnentempel nachbauen. Besser wäre es, er würde seine Maschinen dazu verwenden, uns diese nerimesischen Fanatiker vom Leib zu halten. In das Siegel eines nerimesischen Synokopen zu vertrauen, halt. Schreitet wohl.
Wonach er gebeten hat, war ein Rohr mit 3 Finger breit Umfang. Und sieht dir das hier nach 3 Finger breit aus? Korrekt. Und jetzt bring ihm ein neues. Und zwar zackig. So, so. Ihr seid also der, von dem alle sprechen. Kurmai Katsuotata Kayape. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Materialien, keine Hilfe. Um ehrlich zu sein, hat er mit all den Grobianen, die jetzt an Gertrude herumhämmern, eher Angst, als dass er sich geholfen fühlt. Ja, so hat er sie getauft. Ein Name, der sowohl Eleganz als auch Würde symbolisiert. Findet ihr nicht auch? Auf ihren Armen werden wir zu den Urvätern fliegen. Das war der Handel, ja. Auch wenn er sich fragt, was ihr dort oben zu finden erhofft. Aber genug der Worte. Es heißt, ihr seid überaus fähig, wenn es darum geht, Dinge zu beschaffen. Noch 2 Dinge fehlen, um Gertrude zu vollenden. Sakabaku-Kupferlegierungen und ein pyräischer Kristallwürfel. Bringt es ihm, je schneller, desto besser. Tja, das ist die Herausforderung. Die Legierungen könntet ihr vielleicht in einer der alten Sternlingsminen in der Pulverwüste finden. Der Kristallwürfel wird schon etwas komplizierter. Aber meinen Informationen zufolge habt ihr in Talgard gute Chancen. Es gab damals bei der Erschließung einen Sternlingstüftler, der nahe mit Dalmarak zusammengearbeitet hat. Hier, ich zeichne euch die beiden Orte auf der Karte ein. Sterbt bitte nicht, das wäre höchst unerfreulich. Ah, und hier, einer der Arkanisten war so freundlich, eine Teleport-Rune in der Höhle anzubringen. Mit der Rolle könnt ihr, wenn ihr beides gefunden habt, wieder hierher zurückkehren. Und jetzt entschuldigt mich bitte, es gibt viel zu tun.
guten Abend. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Dieselbe Scheiße. Und ich dachte schon, das wird heute gar nicht. Thank you.
Und? Hattet ihr schon Erfolg? Den Überlieferungen nach existiert die Sternenstadt schon seit Zehntausenden von Jahren. Zu Zeiten Asatorons, zu Zeiten der Pyräer, sogar zu Zeiten derer, die davor waren. In anderen Worten, wenn die Urväter all die Jahre überlebt haben, dann werden sie auch diese Hohen, oder wie ihr sie nennt, überleben. Vielleicht haben sie das ja bereits. Diese Stahlmaschine, das Leuchtfeuer, das ihr da am Auge der Götter erbaut und das schon die Pyräer versucht haben zu erbauen. Wäre es nicht denkbar, dass die Pyräer die Konstruktionspläne von den Urvätern haben? Und selbst wenn nicht, schaut euch doch an, was die Menschen der Welt angetan haben, seit sie existieren. Wenn die Urväter bewusst nicht eingreifen, dann hat es seine Gründe. Wartet also mit eurem Urteil, bis ihr ihnen entgegengetreten seid. Nein. Gertrude, all das, was ihr hier seht, ist die Frucht jahrzehntelanger Arbeit. Und bis vor kurzem gab es doch überhaupt keine Bedrohung, vor der er hätte fliehen müssen. Alles, was er tun will, ist seinen Lebenstraum erfüllen, mehr nicht. Bitte habt Verständnis dafür. Er hatte Hilfe, aber ja, nach euren Maßstäben hat er sie selbst gebaut. Vieles ist möglich, wenn man Hirn statt Muskeln verwendet. Dachte er sich. Sehr gute Arbeit. Ihr habt euch euren Ruf wahrhaftig verdient. Tatsache, das sind sie. Gute Arbeit. Ja, er hätte es nicht erwartet, aber ihr und euer Orden war tatsächlich eine große Hilfe. Gebt ihm noch 2 Tage und Gertrude wird gleich einer Fee durch den Himmel schweben. Ah, und ihr solltet, bevor ihr geht, noch einmal in die Kapitänskabine gehen. Euer Großmeister ist kürzlich eingetroffen und ließ ausrichten, dass er euch zu sprechen wünscht.